Es geht los. Die Münchner eröffnen die Partie. Gnabry. Goretzka. Zuspiel nach außen kommt zu David Alaba. Alaba. Da ist die Flanke. Stark gehalten, der Kopfball ist nicht drin. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Die Bayern über die Seite jetzt. Und jetzt der Ball im Aus, da stand er zu sehr unter Druck. Müller, klasse! Eigentlich trifft er den gut, aber der Ball geht dann doch einige Meter am Tor vorbei. Koman. Jetzt Boateng. Kimmich. Thiago. David Alaba am Ball. Hinten stehen sie kompakt, aber kommen sie jetzt. Chance zur Führung. Der Ball geht an die Latte. Das frühe Pressing jetzt. Nur der Alu-Treffer eben. Ach Gott, das wäre die Führung gewesen. Schuss! Ja, das war nix. Also ein Volley ist auch immer ein großes Risiko. Da muss schon alles stimmen. Das war hier nicht der Fall. Alaba. Und jetzt Lewandowski. Fünfmal hintereinander ist Robert Lewandowski mittlerweile Polens Fußballer des Jahres geworden. Das ist Wahnsinn. Und irgendwie natürlich auch... Da kommt der Pass. Das sieht gut aus. Der Torwart faustet den Ball weg. Klasse. Da war mehr drin, denke ich. Aber geklärt. Koman. Jetzt gibt es hier vielleicht die Chance. Der geht nicht rein, jetzt vielleicht. Die Szene vor einigen Sekunden, Riesenchance vergeben, wäre die Führung gewesen. Tolles Zuspiel. Timo Werner. Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Und jetzt vielleicht die Chance, gibt Ecke. Der Ball kommt rein. Da kann sich die Abwehr erstmal wieder entspannen. Müller am Ball. Spiel unterbrochen, gibt Freistoß für die Münchner. Und Alaba. Müller. Gnabry. Die Mitspieler bieten sich an. Kimmich. Kurze Hereingabe. Erstmal rausgeforstet. Gutes Stellungsspiel und so holt er sich den Ball. Klasse Zuspiel. Und jetzt Müller. Jetzt das Zuspiel für Lewandowski. Kein Tor. Das war natürlich eine Riesenparade. Unglaublich, was für ein Reflex.
Werner. Weg ist der Ball. Die Bayern im Vorwärtsgang. Müller. Gute Aktion. Ball raus. Und Thiago. Kimmich. Kingsley Coman! Irgendwann, Buschi, irgendwann musste dieses Tor einfach fallen. Oder anders formuliert, es war nur eine Frage der Zeit. Den Treffer der Bayern schauen wir uns nochmal in der Wiederholung an. Ja, da konnte er ja fast nicht anders, als hier zu treffen. Die Hereingabe perfekt. Wunderbar anzusehen, wirklich. Wir schauen noch mal kurz auf den Treffer mit Köpfchen. Und wir halten fest, da hat sich das Training wirklich ausgezahlt. Jetzt liegen die Bayern vorne. Werner. Ibrahima Konaté. Thiago. Halstenberg. Klostermann. Das war einfach. Und er hat den Ball. Thiago. Goretzka. Gnabry. Klostermann. Dayot Upamecano. Guter Pass, so machen sie das Spiel breit. Kampel. Es gibt Ecke für RB Leipzig. Wir hören es, die Fans hoffen auf den Ausgleich. Da kommt die Ecke. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Gibt Einwurf. Orban. Timo Werner schießt er ihn rein. Keine Gefahr, der Torwart hat den Ball locker. Und Lewandowski. Robert Lewandowski hat ja nicht nur einen starken Abschluss, sondern ist auch ein richtiger Teamplayer. Ne? Ja, ein wirklich gutes Auge für die Mitspieler. Ist sich nicht zu schade, nicht zu egoistisch, Tore für andere aufzulegen. Der FC Bayern wieder am Ball. Coman. Hereingabe jetzt. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Schauen wir nochmal drauf, auf den Treffer vom FC Bayern. Die Flanke war lang unterwegs, aber auch sehr gut reingebracht. Und da fällt der Abschluss leicht, klasse gemacht. Hier kommt also nochmal der Kopfballtreffer. Ja, so macht man das. Da stimmen einfach die Abläufe, wie man hier nochmal deutlich erkennen kann. Jetzt steht es 2:0. Das dürfte Ihnen Ruhe geben. 3 Minuten Nachspielzeit kriegen wir. Halstenberg. Demme. Kein Zweifel, das ist Freistoß. So, erstmal geklärt nach dieser. Das war knapp. Ein tolles Spiel sehen wir bis hierhin von Kingsley Coman. Er ist richtig präsent heute. Viele und vor allem gute Ballaktionen. Eine davon war die Torvorlage gerade. Kimmich.
45 Minuten sind rum, es steht 2:0. Auf keinen Fall ein Grund, jetzt schon aufzugeben. Das war schon überzeugend, was er da im ersten Durchgang geboten hat. Ein Tor konnte er ja schon machen, guter Auftritt bisher, daran wird er anknüpfen wollen. Die Leipziger haben Anstoß in dieser zweiten Hälfte und damit gehen wir rein in diese Partie. Halstenberg. Und da ist der Ball wieder weg. Und jetzt Einwurf für die Bayern. David Alaba am Ball. Kimmich. Thiago. Den Ball spielt er raus. Da ist die Hereingabe. Und hier ist der Torwart sicher, er hält den Ball. Und da ärgert sich der Spieler, das wäre ein weiterer Treffer gewesen. Einwurf. Jetzt Boateng. Sie wollen den Gegner laufen lassen. Guter Seitenwechsel. Klasse Pass. Und die Situation ist wieder bereinigt. Die Gäste werden wechseln. Er nimmt ihm den Ball ab. Tolles Zuspiel. Und das Tor. Schon verrückt. Da sieht man sie über weite Strecken nicht im gegnerischen Strafraum und dann machen sie doch das Tor. Jetzt darf der Gegner nicht in Panik verfallen. Die sind hier das bessere Team und sind ja immer noch vorn. Jetzt steht es hier 2:1. Eine enge Kiste. Coman. Kimmich. Gnabry. Ballverlust. Kampel. Timo Werner. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Den kann er natürlich ganz locker halten. Da war bei weitem nicht genug Druck hinter diesem Ball. Da geht Alaba stark dazwischen. Müller am Ball. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten. Schöne Aktion. Guck mal. Ball kommt rein. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Halstenberg. Und den Ball hat er sich geholt. Können Sie jetzt einen Angriff aufziehen? Coman. Der Ball ist weg und jetzt könnte der Gegner angreifen. Lewandowski. Coman. Hereingabe. Nein, doch nicht. Die Flanke kam nicht so gut rein. Und das gibt Einwurf. Der Ball im Aus. Jetzt wird es hier einen Wechsel geben bei RB Leipzig. Genau. Neue Impulse sollen jetzt her von der Bank. Gnabry. Goretzka. Goretzka! Latte, aber die Chance lebt noch. Den klärt er. Das Alu war gerade im Weg, sonst hätten sie die Führung weiter ausgebaut. David Alaba jetzt.
Jetzt Müller. Die Flanke bleibt hängen. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Konrad Leimer. Schöner Pass. Jetzt die Flanke. Kampel. Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Damit ist die Szene erstmal wieder beendet. Aber die Parade gerade, die würde ich mir schon gerne nochmal ansehen. Die war nämlich sensationell. Der Ball war doch eigentlich schon drin. München knapp vorne, die Fans sind da und merken, das ist eine ganz kritische Phase gerade. Freistoß jetzt für die Bayern. Der Trainer muss reagieren, sie liegen nach wie vor hinten und versuchen es jetzt nochmal mit einer Auswechslung. So, er wird den Ball reinbringen und was kann daraus entstehen? Ball kommt rein. Renato Sanchez! Könnte gefährlich werden, es gibt Ecke. Jetzt der Eckball. Orban. Und Müller schießt. Müller macht ihn rein. Sie investieren mehr in diesem Spiel. Insofern verdienter Treffer für mich. Für dich auch? Absolut. Sie haben das Spiel jederzeit unter Kontrolle. Und wenn Sie so weitermachen, wird es schwierig für die anderen. Heißt es also jetzt. Er überzeugt heute als Passgeber. Timo Werner. Sie suchen das Loch in der Abwehr. Die Situation bereinigt von Kimmich. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Jetzt Ribéry. Lewandowski, Kimmich, Coman, spielt er den Ball in den Strafraum? Da kommt der Schuss, das war knapp. Es tut sich was an der Seitenlinie. Bayern bringt einen neuen Spieler. Ja, Niklas Süle verlässt den Platz und Mats Hummels kommt rein. Einer, der für Spielintelligenz steht. Lewandowski. Coman. Ballbesitz ist weg, jetzt müssen sie dranbleiben. Orban. Bruma. Klasse Pass jetzt. Klasse! Hummels. Goretzka. Pass auf die Außenbahn. Und jetzt Müller. Da können Sie erstmal klären. Und da ist der Ball wieder weg. Seine Pässe kommen heute richtig gut an. 3 Minuten Nachspielzeit wird es hier geben. Lewandowski. Coman. David Alaba. Da ist die Flanke. Flanke bleibt hängen. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Einwurf für die Bayern. Gute Position.
Gut aufgepasst vom Verteidiger. Tolles Zuspiel. Gut in den Lauf gespielt. Ball kommt rein. Das ist der Schlusspfiff. Der FC Bayern siegt hier in dieser Partie. Und das war's. Sie gewinnen diese Partie und dürften zufrieden sein. Auf jeden Fall, Wolf. Ordentliche Leistung, verdienter Sieg. Weiter geht's. Was mich interessieren würde, wie hast du Thomas Müller heute gesehen? Ja, er hätte ja um ein Haar einen Doppelpack erzielt. Aber das eine Mal stand eben das Aluminium im Weg. Schade, aber es hat ja für den Sieg gereicht.